Heute beim Elektrischen Reporter: Entdigitalisierung, Rechtschreibschwäche und Mietpreisspirale. Ich habe Sie erwartet. Der Wunsch zum Weniger ist der Wohlstandsgesellschaft immanent. Weniger Stress, weniger Hektik, weniger Belastung wünschen sich viele, was schwierig ist in einem System, das auf immer mehr Wachstum angelegt ist. Auf der Suche nach einem weiteren Kandidaten für das nächste Weniger entdecken nun einige Zeitgenossen das digitale Leben, wie unser erster Beitrag zeigt. Menschen, die Hausgemachtes essen, auf Film statt digital fotografieren und die sich Klassiker aus der Videothek ausleihen, anstatt ganze Serienstaffeln übers Netz zu streamen. Was André Wilkens in seinem Berliner Kiez beobachtet, macht den Autoren nachdenklich und bringt ihn auf die Idee zu einem Buch. Analog ist das neue Bio. Und eine digitalkritische Szene nimmt diese These begeistert auf und macht sie zu ihrem Mantra. Wir alle sind zu viel online und verpassen deshalb unser Leben. Nicht digital kann auch heißen Lebensqualität, kann auch heißen Entschleunigung, kann auch heißen, wieder Sachen zu entdecken, die man mit anderen Menschen machen kann, ohne dass da eine Maschine dazwischen ist. Menschen wie Wilkens fürchten, die Kontrolle über die Technik zu verlieren. Sein Buch beschreibt eine online-kritische Szene, die versucht, mit dieser Angst umzugehen. Die in Offline-Hotels absteigt und an teuren Digital-Detox-Camps im Wald teilnimmt. Und die sich nur zu gern von Autoren wie Wilkens in Buchform vor der Versklavung durch die Technik warnen lässt. Vor einer Internetfixiertheit, die bereits krankhafte Züge angenommen hat. Die Leute sind immer vor irgend so einem Gerät, gehen im Prinzip mit gebückter Haltung durchs Leben. Und wenn man den Leuten oder uns so ein Ding wegnimmt und sagt, ihr könnt jetzt nicht, dann kriegt man fast Zustände. Man ist süchtig. Bis in die Internetbranche selbst hat sich inzwischen rumgesprochen, dass es Menschen gibt, die Hilfe vor zu viel Internet suchen. Zum Beispiel, weil sie sich dem Dauerfeuer aus Mails und Nachrichten auf das Smartphone nicht mehr gewachsen fühlen. Hier verspricht Offtime Linderung. Die App von Michael Detbarn verhindert, dass einen unerwünschte Nachrichten oder Anrufe erreichen. Zum Beispiel vom Chef nach Feierabend. Ich glaube, grundsätzlich haben alle das Gefühl, dass es überhand nimmt, dass wir eigentlich kaum noch einen Ort haben, an dem wir nicht online sind. Und ich glaube, wir suchen alle nach so Rückzugsorten, nach Momenten, in denen wir auch einfach Zeit und Raum für die Dinge haben, die wirklich wichtig für uns sind. Detbarn macht das Internet nicht gleich für Burnout und ADHS verantwortlich, wie Teile der Digital-Detox-Bewegung. Ihm geht es darum, dass der Smartphone-User seine technischen Geräte nur dann benutzt, wenn er das auch wirklich möchte. Für den Philosophen Armen Avanesyan gehen solche individuellen Kontrollversuche aber am Kern des Problems vorbei. Denn wie Buchdruck und Schrift auch, hält er das Internet für eine unumkehrbare Errungenschaft. Dass sich unsere Welt durch das Netz beschleunigt, ist für ihn nichts, was sich mit ein paar Tagen im Wald oder einer App aufhalten lässt. Ich denke nicht, dass ein Bremsen möglich ist, sondern es geht eher darum, diese technologische Beschleunigung in eine gesellschaftliche zu übersetzen, in so etwas wie gesellschaftlichen Fortschritt. Und man kann vielleicht individuell sein Leben etwas bremsen, aber das wird nicht wirklich politische und allgemein gesellschaftliche positive Konsequenzen haben. Die entscheidende Frage ist eben nicht, ob man zu viel Zeit im Netz verbringt, sondern wer bestimmt, was man online macht. Man selbst? Der Chef? Deshalb fordert Avanesyan, die Nutzer müssen sich ihr Netz erobern. Wie die Internetaktivistin Chloe Siegen. Sie publiziert ihre Bücher online, hat einen YouTube-Kanal, arbeitet für ein Start-up. Gestresst fühlt sie sich dadurch nicht. Ich bin online und kenne es gar nicht mehr anders. Ich benutze mein Telefon, meinen Computer, unterhalte mich mit Freunden, lese Artikel und benutze Google. Vielleicht lassen sich nicht alle Probleme dadurch verändern, dass ich einfach meinen Lifestyle verändere und sage,
Ich bezahle jetzt ein bisschen Geld, lebe für ein paar Tage im Wald und fühle mich daher den anderen überlegen, die sich das nicht leisten können. Wer wie Siegen selbst bestimmen kann, was er aus den Möglichkeiten macht, die das Netz bietet, der braucht keinen Digital Detox. Aber dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, Hilfe vor dem Netz zu benötigen, zeigt, nicht jeder hat das Selbstvertrauen, diese Freiheit auch zu benutzen. An einem internetfreien Wochenende im Wald lässt sich dieses Selbstvertrauen aber sicher nicht erlernen. Trotz YouTube, Instagram und Snapchat, das Web ist in erster Linie ein Schriftmedium und wer sich mit dem Schreiben schwer tut, hat es auch im Internet nicht leicht. Um eine Rechtschreibschwäche im Social Web, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Moin, mein Name ist Uli König. Ich bin Abgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag und ich bin hier für die Piratenpartei. Ich war etwa in der zweiten Klasse, als ich einen Legasthenie-Test gemacht habe. Da wurde festgestellt, dass ich Legastheniker bin. Als ich dann in die Oberstufe gekommen bin, ist das dann voll durchgeschlagen mit meiner schlechten Rechtschreibung und die Noten waren natürlich gerade in den schriftlichen Fächern ganz, ganz mies. Das Problem ist, wenn man einen Satz geschrieben hat mit handschriftlichem Schreiben, kann man ihn danach nicht mehr korrigieren. Deswegen habe ich sofort gemerkt, dass es vorteilhaft ist, Texte mit dem Computer zu schreiben. Das war damals auch was vollkommen Neues. Gerade wenn eine Seite nachher ordentlich aussehen soll, sieht das halt doof aus, wenn man da irgendwie nochmal drin rumkorrigiert hat. Wenn man es mit dem Computer geschrieben hat, sieht man das nicht. Leute reagieren unterschiedlich auf Fehler in Texten und in Briefen. Wenn man ihnen Schreiben schickt, sagen sie meistens nichts. Allerdings fällt es vielen Leuten auf. Für mich sind Fehler, Schreibfehler, das übersehe ich einfach. Ich sehe die Fehler nicht. Andere Leute lesen diesen Text und gucken dann nur noch auf den Fehler. Und was ich da in diesem Text geschrieben habe, das interessiert dann gar nicht, weil die ganze Zeit dieser Fehler das überstrahlt, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ein großes Problem. Ja, den Tweet, um den es hier geht, den habe ich einfach morgens auf dem Weg zur Arbeit rausgehauen, ohne groß darüber nachzudenken. Habe dann gleich das Feedback bekommen, hey, du hast ja Seid mit D statt mit T geschrieben. Ich habe dann erstmal eine Weile überlegt, so, ja, wie schreibt man das denn eigentlich? Hab dann ganz entspannt geantwortet, ja, das ist dann halt so als Legastheniker, da macht man das dann schon mal. Ich versuche natürlich in der Realität zum Beispiel bei Social Media meine Botschaft nach draußen zu bringen. Und das klappt gut, wenn ich sie richtig schreibe. Und wenn ich sie nicht richtig schreibe, dann habe ich halt ganz oft den Effekt, dass Leute halt nicht auf Retweet drücken oder nicht auf Favorite drücken. Also jetzt sagen, ja, das ist aber nicht richtig geschrieben. Das kann ich jetzt nicht weiter verbreiten. Das ist ein tierischer Hemmschuh. Also man muss dann damit rechnen, dass sich so ein Tweet Faktor 10 weniger verbreitet, wenn er einen üblen Rechtschreibfehler hat. Ich bin als Politiker eine Person der Zeitgeschichte. Wenn ich nicht zu meiner Legasthenie stehe, wer soll das dann tun? Also ich finde, da kann man auch mit gutem Beispiel vorangehen und es einfach mal ganz klar sagen und damit offen umgehen. Die Mieten in den großen Städten kennen in den letzten Jahrzehnten nur eine Richtung, aufwärts. Um Menschen, die sich mit diesem Trend nicht abfinden wollen, darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Die Mieten steigen, vor allem in den Innenstädten. Familien und Geringverdiener ziehen deshalb notgedrungen an den Stadtrand, wo es billiger ist. Sie müssen neuen Bewohnern mit mehr Geld Platz machen. Und so verändert sich das soziale Gefüge einer Stadt. Dieser Prozess, als Gentrifizierung bekannt, hat viele Gegner. So wie Alex Rühle aus München. Sein Ziel? Eine Stadt für alle Bürger, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Dafür setzt er sich ein. Mit seiner Gruppe Goldgrund Immobilien. Und die hat über das Netz einen beeindruckenden Erfolg erreicht. Die Müllerstraße Nummer 6. Ein Haus, das laut Stadtverwaltung nicht zu reparieren sei und abgerissen werden sollte. Dann haben wir uns den Schlüssel besorgt und haben in einer Woche Tag und Nacht mit vielen Freunden und Bekannten diese Wohnung sehr wohl renoviert. Haben davon ein Video ins Netz gestellt. Das Video von der Renovierung wird ein YouTube-Hit. Wohl auch wegen der prominenten Unterstützung durch Mehmet Scholl und die Sportfreunde Stiller. Plötzlich ist die Müllerstraße 6 das Gesprächsthema in München. Und der Bürgermeister muss zugeben, das Haus ist sehr wohl renovierbar und, dank der Arbeit von Rühle und seinen Freunden, sogar bewohnbar.
Christian Ude, damals Oberbürgermeister von München, nimmt den Abrissbeschluss zurück. Heute leben wieder Menschen in der Nummer 6. Rühle ist sich sicher. Nur weil er und seine Freunde Netzengagement mit Aktionen in der Stadt selbst kombiniert haben, ging ihr Plan auf. Einfach ein Video bei YouTube reinstellen, das bringt gar nichts. Das hatte ja nur so eine Wirkung, weil wir nicht nur Klicktivism gemacht haben, sondern ganz real eine Wohnung renoviert haben. Es war ja nicht nur irgendwo bei Campact jetzt unterschreiben, dass man gegen Monsanto ist oder was, sondern wir haben ja in der wirklichen Welt was gemacht und das dann wiederum viral verbreitet. Aber auch die Müllerstraße Nummer 6 ist keine reine Erfolgsgeschichte. Denn seit längerem schon versucht Goldgrund Immobilien, im noch unrenovierten Teil des Hauses eine Begegnungsstätte für Künstler und Flüchtlinge zu schaffen. Vergeblich. Rühle vermutet, weil die Behörden mit Goldgrund nichts mehr zu tun haben wollen, nachdem die Aktivisten sie so bloßgestellt hatten. Die beiden Designstudenten Jonas Pano und Alsinus Kovronek setzen auf einen weniger konfrontativen Weg, um via Internet über Gentrifizierung aufzuklären. Ihr Thema? Ferienwohnungen in Berlin. Plattformen wie Airbnb stehen in der Kritik, weil sie Privatunterkünfte an Touristen vermitteln. Wertvoller Wohnraum werde so dem Mietermarkt entzogen, heißt es. Aber wie viele Wohnungen wirklich betroffen sind, weiß keiner. Für ein Uni-Projekt haben die beiden deshalb öffentliche Daten visualisiert. Auf Airbnb versus Berlin kann jetzt jeder sehen, wo in der Stadt besonders viele Privatwohnungen an Touristen vermietet werden. Eine Momentaufnahme mit viel Interpretationsspielraum. Es kam lustigerweise nicht nur von den Gentrifizierungsgegnern was, sondern eben auch von anderen Leuten, die gesagt haben, naja, guck mal an, 0,4% der Wohnungen, das ist doch gar nicht so viel. Auf der anderen Seite gab es auch wieder Leute, die halt sich wirklich ihre eigene Straße angeguckt haben und dann gesagt haben, boah, guck mal hier, bei uns über 100 Airbnb-Wohnungen in meiner Straße. Kein Wunder, warum ich hier keine Wohnung mehr finde. Die Studenten sehen sich als Datenjournalisten, nicht als Aktivisten. Aufklären ist ihnen wichtiger, als Kampagnen für die gute Sache übers Netz zu initiieren. Der Stadtsoziologe André Holm findet es gut, wenn über solche Projekte Transparenz geschaffen wird. Denn Open-Data-Projekte wie der Leerstandsmelder dienen vielen lokalen Initiativen schon lange als wichtige Argumentationshilfe gegenüber Kommune und Immobilienbranche. Denn solche Initiativen zeigen oft, freier Wohnraum ist vorhanden. Man muss diesen nur richtig nutzen. Mit dieser Herstellung von Transparenz, sozusagen auch geschäftlicher Daten und immobilienwirtschaftlicher Daten, schafft man so ein bisschen Waffengleichheit zwischen den Mieterinnen und denen, die Geld mit den Wohnungen verdienen wollen. Egal, ob man einen Protestsong ins Netz stellt oder öffentliche Daten visualisiert. Ob die eigene Arbeit bei der Öffentlichkeit auf Interesse stößt, weiß man erst hinterher. Hier unterscheidet sich der Protest übers Netz nicht von Demos und Unterschriftenaktionen. Und sich zu engagieren ist meistens kein Spaß, sondern ermüdend und frustrierend. Wer einmal einen Bauausschuss besucht oder ein Planfeststellungsverfahren verfolgt hat, wird das verstehen. Umso größer ist dann aber die Freude, wenn das eigene Projekt die eigene Stadt tatsächlich ein bisschen verändern kann. Eine schlechte Wohnung macht brave Menschen verächtlich. Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.